Das erste Rennen der 2017er Saison, das hatte einen anderen Fahrer als Mercedes ganz oben und das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zur Einstimmung auf den Großen Preis von China 2017. Zumindest in Australien war Ferrari gleich auf bzw. vor Mercedes und das finde ich sehr schön. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mehr zu Ferrari stehe als zu Mercedes, aber an sich die Grundkonstellation, die finde ich sehr schön, wenn einfach zwei Teams um den Sieg kämpfen. Zumal bei den beiden Teams die Fahrerpaarung auch jeweils stimmt, also Hamilton und Bottas, die werden sich nichts geben und beide können auch sehr viel und genauso bei Ferrari, Vettel und Räikkönen. Man hat es ja schon im Qualifying gesehen, der Ansatz, Bottas, gut, er war jetzt auf der 3, aber er hat sich in seiner schnellsten Runde auch was erlaubt. Ein paar kleine Fehlerchen und das hat sich dann eben addiert. Und besonders dann in der zweiten Rennhälfte konnte der Finne seinem Teamkollegen ordentlich Dampf machen. Also ich denke mal, dass wir mit Bottas im Mercedes noch sehr viel Spaß haben werden. Und bei Ferrari sowieso, also Vettel und Räikkönen, zumal Räikkönen in der letzten Saison wieder ordentlich aufgedreht hat. Davon können wir auch noch einiges erwarten, nehme ich jetzt einfach mal an. Auch wenn Räikkönen im Australienrennen zum Qualifying und auch in der ersten Rennhälfte doch etwas weiter von der Musik war im Gegensatz zu Vettel. Aber schauen wir einfach mal, wie das dann in den nächsten Rennen so laufen wird. Oder generell an den nächsten Rennwochenenden. Australien ist an sich keine so gute Referenz für die meisten Strecken der Saison, weil Australien doch trotz alledem, ja klar, sie ist sehr eng und die Mauern sind auch sehr nah beieinander, ist es natürlich ganz klar keine permanente Rennstrecke, eher ein Stadtkurs, weil eben auch bloß das Stück um die Boxengassenanlage wirklich ansonsten nur für den Rennbetrieb gedacht ist. Ansonsten fahren auch die Straßenfahrzeuge rund um den Albert Park. Aber wer das erste Rennen gewinnt, der kann im Grunde keine Gurke gebaut haben. Hoffen wir mal, dass Ferrari da auch im weiteren Verlauf der Saison mit der Entwicklung ganz gut mitgehen kann. Und dann dürfen wir mal gespannt sein, was da noch kommen wird. Vielleicht kommt ja auch nochmal Red Bull. Also die haben noch einige Probleme mit ihrem Auto und auch mit der Antriebseinheit. Ist wohl ganz klar eine Mischung. Aber die Fahrerpaarung bei denen ist alles andere als verkehrt und die waren dritte Kraft, ja, aber die waren noch weit vor dem viertplatzierten Team. Und ja, viertplatziertes Team, Williams mit Massa, wenn man sich mal die Lücke anschaut zwischen den ersten drei Teams und eben dann dem Rest, Team 4 und dahinter, das war schon gewaltig. Also so einen großen Vorsprung hatten wir bisher noch gar nicht, zumal wir auch gar kein Safety Car hatten, was das ja auch irgendwie hätte verfälschen können. Müssen wir auch mal die nächsten Rennen schauen. Wie gesagt, vorm Australian Qualifying wussten wir gar nicht, wer wo wie steht. Nach dem Australian Qualifying konnten wir schon mal sagen, wer auf einer Runde ganz gut was hinbekommt, sofern kein Fahrfehler vorhanden war. Und jetzt das erste Rennen ist mal ein weiterer Ansatz. Und jetzt kommen eben die nächsten Rennen. China und Bahrain werden noch eher richtungsweisend sein für den Rest der Saison, weil die Streckencharakteristik einfach eine andere ist. Kann Ferrari auf kurvenreicheren Strecken wieder mehr gehen? Wir dürfen gespannt sein. Sprit sparen, Reifen sparen, jetzt nicht unbedingt, aber Sprit sparen. Na gut, Australien ist jetzt auch keine Strecke, die wenig verbraucht. Müssen wir einfach mal schauen. Wie gesagt, die nächsten Rennen werden einfach mehr Aufschlüsse liefern. Was auch noch zu bemerken war, eine kleine Randstatistik, es gab ein gutes Siebtel an Überholmanöver im Vergleich zur letzten Saison, also 7-mal mehr Überholmanöver in der 2016er Saison im Vergleich zum Rennen jetzt 2017 in Australien. Könnte man sagen, ja toll, fahren die alle wieder bloß hintereinander her und da ist kaum was auf der Strecke los. Also den meisten Leuten wird ganz klar das Überholmanöver rund um Alonso, Ocon und Hülkenberg in Erinnerung bleiben. Das waren ja schon mal gleich zwei. Und da blieb nicht mehr für übrig, aber Australien ist auch eine schwierige Referenz, aber keine gute Referenz. Überholen war da noch nie so wirklich einfach und wenn ich da ganz besonders an China denke, an die lange Gegengerade, da wird bestimmt einiges drin sein, also da müssen wir mal gespannt sein. Aber ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Weniger Überholmanöver, aber dafür vielleicht härter, erkämpfter und damit auch wertvollere. Bestes Beispiel
habe ich jetzt die Tage mal wieder gesehen, war das 2002er Rennen in Australien. Das werde ich euch nochmal in die Videobeschreibung packen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die 11 Minuten finde ich wirklich sehr sehenswert. Das Duell da zwischen Schumacher, Trulli und Montoya, das war für mich einfach wieder allerfeinstes Rennfahren und Rennfahren zuschauen. Allerdings mit Nachtank, muss man natürlich auch noch bedenken. Das ist immer noch eine Komponente, die, hoffe ich, bald wieder reinkommt, die einfach mehr taktische Möglichkeiten, zumal die Reifen einfach mehr halten und damit weniger Undercuts gemacht werden können, herhalten muss. Ja, das 2002er Rennen, das ist einfach sinnbildlich, auch das 2016er Rennen in Spanien. Wenn der Hinterherfahrende einfach wirklich kämpfen muss, dass beide einfach kämpfen müssen. Der Hinterherfahrende schaut, ja, wo habe ich meine Vorteile, wo kann der Vorausfahrende vielleicht nicht so viel was machen und wie kann ich mir ihn zurechtbiegen, damit ich einfach vorbeikomme, und genauso das Spiel andersherum. Wo kann ich dann als Vorausfahrender einfach langsamer machen und wo muss ich dann einfach auf die Tube drücken, weil er da mich kaschen könnte. Und sowas, ein hart erkämpftes Überholmanöver, ist für mich da mal deutlich mehr wert als eben ein Vorbeiwinken, was wir in den letzten Jahren viel zu oft hatten. Wie gesagt, schaut euch gerne mal das 2002er Australienrennen, was ich verlinke, an. Und auch das letztjährige Spanienrennen 2016. Da vorne, also generell Red Bull und Ferrari. Klar, mit DS, aber dafür eben mit einer unterschiedlicheren Charakteristik der Wagen. Der Red Bull aus der letzten Kurve mit mehr Traktion konnte sich da einen gewissen Vorsprung rausfahren. Und das war auch wieder so ein Rennen, was mir bedeutend besser gefallen hat, wenn die Fahrer einfach kämpfen, beißen und kratzen müssen, um sich einfach die Position zu schnappen. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die neue Saison, was die nächsten Rennen da noch so parat haben werden. Es gibt die ein oder andere Strecke, wo wieder mehr und auch weniger Überholmanöver passieren werden. Aber wenn es weniger Überholmanöver werden würden, fände ich das schon sehr schön. Ein anderes Thema, ja, ganz klar, McLaren Honda. Das war ja nicht so toll. Alonso war auch nicht begeistert. Und was dem Honda auf jeden Fall fehlt, ist Motorenleistung und eben, klar, die Zuverlässigkeit. Also Zuverlässigkeit hat sich schon stark verbessert im Vergleich zu den Trainingstagen in Spanien. Ist ja schon mal gut. Hoffentlich war das keine Eintagsfliege, also kein Wunder. Aber, puh, wird schwierig werden für Honda. Es gibt jetzt die Überlegung, dass man mit einer Regel, sogenannten Honda-Regel war die Tage im Gespräch, die Japaner näher heranholen möchte ans Motorenfeld. Inwieweit das aussehen soll, das weiß man jetzt noch nicht, aber es wäre eine Möglichkeit und das fände ich überhaupt nicht gut. Also, wenn ein Hersteller, Honda ist jetzt im dritten Jahr dabei, wenn ein Hersteller das einfach nicht auf die Kette bekommt, da was Zuverlässiges zu liefern, ja, Pech, oder? Mercedes, Ferrari und Renault, die haben sich das einfach erarbeitet, diesen Vorsprung. Und wenn man jetzt eine spezielle Regel macht, die dann die anderen drei einbremsen würde, damit Honda wieder näher rankommt, dann ist das gar nicht im Sinn des Sports. Fände ich gar nicht gut. Jetzt zumal 2017 die Token-Regel wegfällt und Honda an sich frei entwickeln kann. Klar, mit 4 Antriebseinheiten muss man nachschauen, inwieweit man nachschieben kann, damit es nicht wieder Strafen hagelt, aber in der 2017er Saison liegen den Japanern einige Möglichkeiten offen, eben mit der Weiterentwicklung, und da sollte sich ein Weg finden lassen. Also das fände ich gar nicht gut, wenn man da irgendwas finden würde, was Honda künstlich näher an die anderen drei Hersteller bringen würde. Ein anderes Thema war, dass Sauber demnächst mit Honda-Motoren fahren könnte, vielleicht schon in dieser Saison, und McLaren dafür wieder mit Mercedes. Für die 2017er Saison halte ich das für sehr unwahrscheinlich, weil die Wagen natürlich auf die jeweilige Antriebseinheit abgestimmt sind. Was Sauber ja gesagt hat, ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen, nachdem wir den Toro Rosso 2016 gesehen haben mit dem alten Ferrari-Motor, dass Sauber einfach wusste, oder ja, durch die Erfahrung der 2016er Saison, was der Motor, die Antriebseinheit so kann, wie sie da ihren Wagen bauen müssen. Also klar, der Motor, die Antriebseinheit und der restliche Wagen sind einfach eins. Wenn du da jetzt einen Honda-Motor reinbauen willst in den Sauber, das geht nicht so einfach, weil die Platzverhältnisse, die Anordnung der ganzen einzelnen Komponenten, die ist einfach auch eine völlig andere, und da kannst du jetzt nicht einfach nochmal den Wagen umentwickeln. Also das geht einerseits klar stark aufs Geld. Ich glaube nicht, dass Sauber das hat, aber in Zukunft
wäre das gar nicht mal so verkehrt, zumal sich Sauber auch gar nicht so abwegig gezeigt hat. Wenn dann Sauber den Werksstatus hätte mit Honda, dann wäre das eine Riesenchance für Sauber. Einerseits bringt das einiges an Geld herein, was bei Sauber jetzt nicht so toll vorhanden ist. Und andererseits, irgendwann wird es Honda doch wohl mal hinbekommen. Honda ist ja nicht irgendwer, die haben ja schon tolle Motoren gebaut. Damals noch, wenn ich da an die Zeit mit Jenson Button denke, bei BRR, die Motoren, ja, die sind gerne hochgegangen, aber die hatten wirklich richtig Leistung und da können die auch locker wieder hin. Mal schauen, wie sich das Motorenreglement demnächst auch noch verändern wird, also speziell eher in ein paar Jahren, weil jetzt bis 2020 wird sich jetzt wohl nicht allzu viel tun. Demnächst wollen die sich einfach mal zusammensetzen, die ganzen Motorenhersteller und mögliche neue Motorenhersteller, um sich einfach für die Zukunft zu beraten. Aber 2018, Sauber und Honda, fände ich nicht verkehrt, weil Sauber hat damit eben einerseits die Möglichkeit, Werkstatus bei Honda zu haben und eben auch noch ordentlich Geld zu bekommen. Ist auf jeden Fall eine Chance, aber lassen wir das einfach mal die Offiziellen, die Verantwortlichen entscheiden. Man kann von außen so viel abschätzen und darüber denken, aber letztendlich werden die bloß wissen, was wirklich richtig ist. Ist manchmal schwierig als Zuschauer, das wirklich auch zu verstehen. Das verstehe ich auch sehr gut, aber müssen wir mal schauen. Es sitzen ja nicht nur Pappnasen bei den einzelnen Teams, oder? Also, da gibt's immer ein paar, die herausstechen und vielleicht auch ein paar mehr. Um nochmal kurz auf Sauber zurückzukommen, weil ich angesprochen habe, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass der 2016er Ferrari-Motor so toll sein soll, weil man den einfach kennt im Vergleich zu einem aktuellen, der auch weiterentwickelt wird, weil dieses Jahr hat sich schon klar gezeigt, es gab wieder einige technische Pannen, klar, ist zum Saisonstart alles andere als ungewöhnlich. 2015 hat sich Sauber das zu Nutzen gemacht und hat zum Saisonstart ordentlich Punkte gehamstert, aber im Hinblick auf das aktuelle Reglement, also dass die Wagen einfach mehr Abtrieb generieren, damit muss auch der Motor mehr schieben und dass die Wagen auch nochmal eine Ecke schwerer sind, mit größeren Walzen, die auch nach vorne bewegt werden müssen. Der ganze Wagen eben, kann ich mir nicht vorstellen, dass der 2016er Motor so eine große Chance ist. Zumal die Motorenentwicklung jetzt eben offen ist und der 2016er Ferrari Motor, habe ich ja schon bei der Einstimmung in Australien gesagt, nicht mehr weiterentwickelt wird und die anderen Aggregate schon. Da müssen wir halt einfach auch mal gespannt sein. Aber Toro Rosso hat das eben letztes Jahr sehr gut gezeigt, wie weit hinten die dann doch waren. Ich denke mal, Toro Rosso ist in der Lage, mit auch Red Bull im Rücken einiges mehr zu leisten als Sauber, aber die Schweizer können doch auch überraschen, oder? Also das ist zumindest meine Hoffnung. Und da müssen wir einfach mal schauen, was möglich ist. Vor allen Dingen eben müssen die Schweizer schauen, was möglich ist. Also ich fand das erste Rennwochenende auf jeden Fall sehr schön. Weniger Überholmanöver sind bekanntlich mehr. Das ist zumindest das, was ich sage. Wie seht ihr das Ganze? Ist das euch zu langweilig, wenn die dann wirklich Runde um Runde ineinander herfahren? Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, nochmal das 2002er Rennen euch anzuschauen. Auch die ganzen 11 Minuten. Ich finde das einfach faszinierend, was da eben möglich ist mit solchen Rennen. Haben wir auch letztes Jahr gesehen. In Spanien. Naja, aber schauen wir mal, wie jetzt China wird. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was Ferrari gehen kann, ob vielleicht ein anderes Team jetzt auf einer anderen Strecke, die vielleicht mehr Referenz bietet als Australien, doch woanders stehen wird. Vielleicht kommen die Neulinge, wenn ich da jetzt speziell an Herrn Stroll oder an, ja, bei Sauber an Wellen denke. Mal gucken, was Wellen gehen kann. Stimmt. Ob er wirklich vielleicht doch noch beeinträchtigt ist nach seinem Unfall beim Race of Champions. Müssen wir mal schauen, aber alles Fragen über Fragen, die jetzt einfach mit der Zeit beantwortet werden müssen. Und das finde ich auch das Spannende an einer neuen Saison, wo sich im Vorfeld so viel gedreht hat. Na dann, schauen wir mal. Nicht mehr ganz so früh aufstehen, aber immer noch vormittags. Und dabei wünsche ich euch wieder viel Spaß und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.